Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Sword Art Online Fatal Bullet. Wir haben uns eigentlich soweit vorbereitet, um gegen den nächsten Boss zu kämpfen, den wir unter dem Leuchtturm war das, oder? Genau, im Leuchtturm-Dungeon erledigen können. Das machen wir auch und deswegen lasst uns da schnell wieder reinsprinten. Und wir müssen irgendein Siegel lösen. Was das genau bedeutet, ich weiß es nicht, aber wir finden es bestimmt heraus. So. Einsame Sande, genau. Ich habe ja soweit schon alles freigespielt, also im Dungeon. Also ich glaube, wir stehen auch schon direkt vor dem Boss. Ich habe ja auch nochmal neue Waffen angelegt. Das sollte also ziemlich gut werden. So, Leuchtturm direkt hin. Wir testen erstmal die neuen Waffen hier vorne an den normalen Gegnern aus. So. Oh. Wow. Okay, krass. Die geht schon mal gut ab. Und die andere Sniper. Okay, die ist auch richtig schön. Ja, vor allem, was die für eine Kleinhaltung macht. Also, das ist schon echt geil. Für Unterdrückung, genau, das meine ich damit. Okay, alles abgeklärt. Dann können wir uns jetzt hineinbegeben in den Dungeon. Aber nach dem Dungeon geht es auf jeden Fall ein bisschen in der Story weiter, denn da haben wir jetzt ja wirklich eher wenig gemacht in den letzten Tagen. So, wir müssen in die Tiefen. Dankeschön. Und da müsst ihr eigentlich auch direkt dann zum Boss gehen. Bin ja mal gespannt, ob das dann diesmal ein Encounter ist oder... Also ob das ein Encounter ist wie beim letzten Mal oder ob der irgendwie anders funktioniert. Genau, hier das große Tor. Das sieht halt schon so extrem nach Bosstür aus. Oh, hat mir direkt mal das halbe Leben abgezogen. Vielleicht lohnt es sich jetzt hier mal nach oben zu wechseln. Ah ja, hier oben macht man ihm Schaden. Oh, fuck it. Das sind seine Helferlein, die Ads müssen auf jeden Fall vorher wegziehen. Okay, lenkt ihn ab. Lenkt ihn mal ab, bitte. Oh Gott, wenn der halt mal trifft, ne? Der ist ja direkt ja hier richtig dabei. Oh, einfach über 1000 Schaden teilweise mit einem Crit. Gott, mein ganzes Team ist vernichtet. Warum seid ihr auch so weit vorgerannt? Mal im Ernst. So, ich versuche noch mal schnell Arthasis wieder zu beleben, also Ray. Der Kampf kann jetzt auf alle Fälle ein bisschen länger dauern. Wir müssen hier halt echt gut mit der Umgebung arbeiten und immer wieder die Seiten wechseln. Und jetzt wieder rüber zur anderen Seite. Nicht zu lange an einem Ort stehen bleiben. Ich habe 20 Schuss Munition.
Und die baller ich dann immer halt richtig schön von hier aus rein. So. Und wieder rüber. Wir dürfen halt nicht zu lange an einem Ort stehen bleiben, sonst sterben wir hier nach und nach weg. Der skrupellose Engel. Aber ist echt ein cooler Boss-Encounter. Macht mal Spaß, da man hier zumindest jetzt ein bisschen strategisch vorgehen muss. Aber wir haben ihn jetzt ja auch schon zur Hälfte... Oh, jetzt ist er hier richtig offen. Jetzt können wir hier richtig mal draufballern. Komm, weg hier, 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 weg hier. Ah, da war ich jetzt zu gierig. Ich war jetzt zu gierig da drauf, hier den Erfolg zu bekommen. Aber die Waffe ist eine echt gute Idee gewesen, diese Sniper Rifle. Auch wenn ich keine Crits lande, ich bleibe auf ihm drauf. Und wieder die Richtung wechseln. Leute, denkt an eure Heilung. Oder auch an meine. Ist auch nett, ne? Also meine Heilung ist auch immer nicht das Schlechteste. Aber denkt daran, euch hier zu heilen. Nicht einfach nur hier... Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, Scheißen. Scheißen Popeisen, sage ich dazu nur. Wow. So. Kurz meinen Abwehr erhöht. Du, Ola Boss, stirbst gleich. Aha. Oh, weg hier. Ach, der hat sich hier ein kleines Ad hergezaubert wieder. Na gut, klar, die Ads habe ich schon ein paar Mal gesehen. Hab sie aber nicht so richtig ernst genommen, weil ich dachte, ach komm, Ads. Ads schmetzt, dachte ich mir hier, aber... Wie es scheint, doch nicht ganz so unwichtig. Aber wir haben ihn gleich. Der hält hier nicht mehr lange durch. Der ist schon sozusagen... Der praktisch am Ende. Und tot, da haben wir ihn. So, skrupellose... Was? Sein Loot ist in die Tiefe gefallen. Ah ja, ein Granatwerfer. Ein unbegutachteter Granatwerfer gab es hier. Den gab es hier so rum, genau. Ja, wir hätten die wahrscheinlich auch noch so ein bisschen in der Runde rennen können. Aber haben wir jetzt nicht gemacht. Ich check noch eben, ob es hier noch anderen Loot gibt, aber nö, eigentlich nicht. Okay, haben wir jetzt damit die Quest erfüllt? Wow. Den Boss noch besiegt, jetzt sterben wir hier alle draußen. Erstmal schön auf Ray geschossen. So, haben wir die Quest erfüllt? Nee, Hauptquest ist im Gange. Achso, besiege die übergroße Schlange in den einsamen Sanden und noch ein Fragezeichenziel. Okay, also die übergroße Schlange müssen wir hier auch noch besiegen, wo auch immer wir sie finden. Sagt mir die Map hier irgendwas zu? Ja, die übergroße Schlange ist vom Schiffsfriedhof aus zu erreichen. Und zwar dann relativ mittig. Ich glaube, ich muss nur dann in diese Richtung hier laufen. Nee. Sind genau in die falsche Richtung gelaufen. Aber auf dem Schiff gibt es noch eine Truhe, die ich noch mitnehmen kann. Die will ich da nicht stehen lassen. Wow.
schnell. Zweiter Damage da. Für die Töne. Lass uns ranarbeiten, dass wir es wirklich schaffen. Ah, die sind Level 19 hier, die machen doch eigentlich kaum Schaden gegen uns, oder? So, und jetzt die Truhe. Und abrasiert, so. Du auch noch. Wie konnte er mich... Achso, er ist Level 24. Komm, Kirito, beleb mich wieder. Ich habe die Wunderwaffe gegen diesen Gegnertyp. So. Sag doch, ich habe hier gegen diesen Gegnertyp die absolute Wunderwaffe. Und da ist die übergroße Schlange. Boah, krass. Ah ja, der kommt ja auch aus dem Boden raus. Ah, Vorsicht, die holt sich wieder kleine Schlangen hier mit zur Hilfe. Vielleicht wäre jetzt hier echt so ein Raketenwerfer gar nicht mal die schlechteste Idee. Ah, Giftschlangen, ne? Shit. Ah ja, Giftkriecher-Quest abgeschlossen. Hey, immerhin gibt's noch ein bisschen Bonus-EP durch die Quest. Thank you.
Denkt dran, euch zu heilen, Leute. Denkt dran, euch zu heilen. Ich will euch hier nicht sterben sehen. So, wir haben sie alle. Komm raus, du alles Muttertier. Shit, wieder ein neuer Chor. Bin aber ganz schön verdroschen hier. Was zur Hölle? Weil dieses 5 Stunden wieder aufstehen. Warte mal. Ich muss hier ganz kurz erstmal schnell die Heilung platzieren. Gibt es eine Granate, die nicht trifft? Sehr geil. Ich mag ja Granaten, die nicht treffen. Aber ein ganz schöner Kampf hier, ey. Also, es ist nicht wirklich schwer, aber man muss ein bisschen bei der Sache bleiben. Also, blind reinrennen ist hier halt echt nicht gerade die Lösung. Und natürlich in bester MMO-Manier nicht vergessen, auf Ads zu gehen. Oha, jetzt packt sie aber richtig aus. Wir sollten uns ganz kurz zurückziehen, bevor wir hier gleich gepwned werden. Ich mag es ja, mich mit Computern zu unterhalten. Die Antworten hier, die hören auch eh nicht, was ich sage. Aber das soll für euch wenigstens ein bisschen hier so nicht so anfühlen. Oh Gott, scheiße. Alter! Blödes Spiel! Ich drücke Tab, will endlich mal heilen! Alter! Nee, was mich gerade genervt hat, ist, ich habe gerade aus Verzweiflung so auf die falsche Taste gedrückt. Das war richtig schlimm. Das ist halt das, was ich sage, ne? Jetzt kommt so eine Phase, da denkt man sich, ah, ich habe natürlich safe hier alles. Ja, von wegen. Aber wir haben sie, die übergroße Schlange ist besiegt. So, ein Granatwerfer gab es auch. Ah ja, beschaffe das Arthasys-Teil in U-Bahn A im alten Süden. Das heißt, wir müssen jetzt zum alten Süden, ihr lieben Leute. Das sollten wir auch tun. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir vorher ganz kurz zurück zur Glocken reisen. Denn wir haben wieder richtig viele Erfahrungspunkte gesammelt. Wir sollten vielleicht nochmal ein bisschen Munition kaufen gehen, bevor wir hier weiter vordringen. So. Genau, Level Up gibt es nämlich noch für uns. Sowohl auch für Kirito als auch für Itsuki. Und die Level Ups gibt es halt wirklich nur, wenn man dann ganz kurz zurückreist. Ansonsten, ja, läuft man die ganze Zeit mit dem gleichen Level rum und ja, sammelt zwar Erfahrungspunkte noch und nöcher, aber bekommen tun wir es tatsächlich erst jetzt. So, Status, habe ich ja gesagt. Will ich Geschicklichkeit weiter vorantreiben und Vitalität, genau. Bei Arthasys mache ich auf jeden Fall weiter Int.
Gut, ihr lieben Leute, dann würde ich sagen, ich gehe ganz kurz in mein Zuhause, speichere eine Runde ab. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Sword Art Online Fatal Bullet und dann geht es in die U-Bahn. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich mich auf alle Fälle. Bis dahin, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.